Hallo, willkommen zurück bei unseren einfachen Schaltkreisen. Dieses Mal wollen wir einen Schaltkreis berechnen. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben eine Quellen, Spannungs- oder Stromquellen, wir haben Widerstände, die schalten wir jetzt einmal ein bisschen zusammen, um das Prinzip etwas zu begreifen. Fangen wir einfach einmal an mit etwas Einfachem. Einfach einer realen Spannungsquelle und ein Lastwiderstand. Das haben wir schon mal gerechnet. Ja, nur diesmal gehen wir es ein bisschen strukturiert an und ich erkläre ein bisschen was dazu. Ja, schauen wir uns das einmal ein bisschen an. Ja. Leeres Blatt Papier, wunderbar. Ich zeichne einmal meine reale Spannungsquelle ein. Und die reale Spannungsquelle ist da bei den Klemmen. Ist eine Last angeschlossen. Also was haben wir da? Da haben wir Plusel, da haben wir den Innenwiderstand RI, da haben wir den Lastwiderstand RL. Wir haben hier die Quellenspannung U0. In meinem Beispiel soll das jetzt einfach sein 12 Volt. Wir haben hier einen Innenwiderstand und dieser Innenwiderstand sind in meinem Beispiel 2 Ohm und hier haben wir einen Lastwiderstand und in meinem Beispiel sind das 500 Ohm. Das ist nämlich eh wurscht. 500 Ohm. Wie geht es an? Am besten, ich zeichne mal alle möglichen Spannungen ein. Ich zeichne hier eine Spannung ein, am Innenwiderstand. Ich zeichne hier eine Spannung ein, am Lastwiderstand. Also das wäre praktisch der UI und das wäre UL. Und dann zeichne ich die Ströme an oder dazu ein. Und da achte ich halt darauf, dass die in die gleiche Richtung gehen. Um das Ohmsche Gesetz da nicht drüber nachzulegen. Also da habe ich II und da habe ich auch IL. Dann bin ich es eigentlich schon. Jetzt habe ich alles Mögliche eingezeichnet. So, jetzt schauen wir die Sache an, komme drauf, dass RI und RL seriell geschaltet sind natürlich, Serie hintereinander sind die zwei geschaltet. Komme drauf, nehmen wir, okay, wenn das so ist, dann haben wir die Ströme gleich, passt. Und ich kann vielleicht die zwei Widerstände zu einem Widerstand zusammenfassen. Also ich schaue, dass diese Widerstände möglichst, dass ich möglichst nur eine Spannungsquelle, eine ideale und einen Widerstand dazu habe. Das machen wir jetzt einmal. Also im nächsten Schritt nehmen wir hier die Spannungsquelle und hier haben wir einen Widerstand R. Und dieser Widerstand R ist die Serienschaltung von RI und RL, also ist R gleich RI plus RL und das sind 2 Ohm und 500 Ohm sind 502 Ohm. Ja. Was sich natürlich nicht geändert hat, ist da mal U0, das bleibt da, da hat sich nichts geändert. U0 und das sind nach wie vor 12 Volt. Da rinnt mein Strom I. Da habe ich meine Spannung U. So. Jetzt schaut das schon sehr übersichtlich aus. Jetzt sehen die meisten wahrscheinlich schon, dass U0 und U gleich sein muss. Für die, die es noch nicht so erkennen, zeichnen die jetzt die Masche ein, eine Masche ein. Machen wir so.
Darüber, 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 darüber. Eins. Und die Masche 1 schreibe ich an. Das ist U0 minus U. Bin ich wieder da? Ist gleich 0 Volt. Das heißt, U ist gleich U0 ist gleich 12 Volt. Passt. Okay? U0 ist 12, also U ist 12 Volt. Das wissen wir. Jetzt haben wir ein R, jetzt haben wir ein U. Jetzt rechnen wir mit dem Ohmschen Gesetz und weil wir auf die Bezugssinne geachtet haben, ja, dass das in die gleiche Richtung geht, rechnen wir mit dem Ohmschen Gesetz ganz cool das I aus. Ja. I ist gleich U durch R. Das sind 12 Volt dividiert durch 502 Ohm. Und das sind Taschenrechner. Schöner Taschenrechner. 12 durch 502. Komma 0239 Ampere, also 23,9 Milliampere. Rinnen da. Hier oben rinnt das gleiche natürlich. Das sind auch 23,9 Milliampere. Weil der Strom, der da durchrinnt, ändert sich ja nicht. Das heißt, wenn ich jetzt mein UL zum Beispiel berechnen will, UL ist gleich RL mal I, weil da rum, ja, weil da das I kommt heraus, Serienschaltung I ist gleich II ist gleich IL. Das sind alle gleich die Ströme. Also kann ich da unten gleich I verwenden. Was kommt da also raus? RL sind 500 Ohm mal 0,0239 Ampere und das sind mal 500 Ohm 11,95 Volt. Okay. Wie groß ist jetzt UI? UI ist RI mal I. Ja. Genau das gleiche, in das gleiche I durch. Und das sind 2 Ohm mal 0,0239 Ampere. Und das sind 0,05 Volt. Warum brauche ich das nicht eingeben? Ja. Warum habe ich das jetzt einfach so im Kopf ausgerechnet? Zweimal. Ich habe es nicht im Kopf ausgerechnet. Ich meine schon, weil 0,24 und 24 sind 48 und das sind gerundet. Kann man auch. Aber UL und UI gemeinsam müssen um 0 ergeben, wenn man sich das anschaut. Von da nach daher muss genauso ein Spannungsabfall sein wie von da nach daher. Das heißt, 11,95 und wie viel ist 12? 0,05. Das haben wir ja schon gemacht einmal. Und jetzt zeige ich euch noch, dass es wirklich wurscht ist, in welche Richtung wir in welche Pfeile einzeichnen. Ich mache jetzt genau das gleiche Beispiel. Darüber noch einmal. Also meine reale Spannungsquelle. Mit meinem Lastwiderstand, zwei schöne Klemmen, das ist genau das gleiche. RI gleich 2 Ohm, ja. RL gleich 500 Ohm. Und da haben wir meine Quellenspannung U0. So, und jetzt zeichnen die einfach das genau in die verkehrte Richtung ein. Passt schon. Genau in die verkehrte Richtung ein.
nicht so wie vorhin, sondern genau andersherum. Meine Spannungen einzeichnen. Ja. Weil dann habe ich gesagt, ich kann ich frei wählen. Ja. Dann sage ich, das ist UI, das ist UL. Ja. Das Einzige, wie gesagt, auf was ich ein bisschen aufpassen muss, ist, dass die Ströme IL in die gleichen Richtungen zeigen. Wie die Spannungen an den Widerständen. Ja, und jetzt stellt sich das für mich so dar. Kann ja sein. Ja. Da habe ich Unterbrechung, müssen wir korrekt sein. Jetzt sehe ich wieder, aha, das ist eine Serienschaltung. Ich fasse die zusammen zu einem Widerstand. Mache ich hier genauso. Hier ist mein R, das ist natürlich wieder mein RI plus RL und da kommt wieder das 2 Ohm plus 500 Ohm, kommt wieder meine 502 Ohm heraus. Da gibt es einmal keinen Unterschied. Das ist schon mal gut. Dann habe ich hier meine Quellenspannung und hier, diesmal in diese Richtung, meine Spannung U, also hier ist U0. Gleich 12 Volt und hier ist mein U und hier ist mein I. So, und wenn ich jetzt die Masche ansetze, Masche 2, was kommt dann raus? U0 plus U ist gleich 0 Volt. Das heißt, mein U ist minus U0 sind minus 12 Volt. Okay? Jetzt kommt da raus, es ist minus 12 Volt. Was heißt das, wenn es minus 12 Volt ist? Es zeigt nicht in die Richtung, es zeigt in die Richtung. Okay? Es kommt also im Prinzip das gleiche raus. Okay, aber das lassen wir jetzt so stehen. Wir bleiben einfach stur bei unserer Annahme, dass das so ist. Ja? Weil jetzt haben wir es ja schon einzeichnet, jetzt wollen wir es nicht ausradieren. Jetzt rechnen wir aus dem U, rechnen wir jetzt das I aus. I ist gleich U durch R, ist gleich minus 12 Volt, dividiert durch 502 Ohm. Da dreht sich auch das Vorzeichen um. Das ist also minus 0,0239 Ampere, ist minus 23,9 mA. Ja, da. Es rinnt also auch in die andere Richtung, eigentlich. Ja. Und genauso können wir hier UL und UI berechnen. UL wieder ganz genauso mit RL mal I und das sind halt 500 Ohm mal minus 0,0239 Ampere und da kommt halt außer minus 11,95 Ampere. Volt. Minus 11,95 Volt. Ja? Ich sage das in die Richtung eigentlich. Wissen wir. Und UI können wir ganz genauso berechnen. RI mal I. Und das sind halt 2 Ohm mal minus 0,0239 Ampere. Und das sind halt meine minus 0,05 Volt. Ja? Sagt also auch in die andere Richtung. Obwohl wir die Richtungen falsch angenommen haben, kommt das Richtige raus. Eben mit einem Minusvorzeichen. Das muss ich halt nachher mitziehen, muss ich aufpassen. Aber ist Plus ziehe ich auch mit, nur fällt es mir nicht auf. Nur weil ich es nicht hinschreibe, heißt das nicht, dass ich nicht mitziehe. Ja. Also so berechnet man einfache Schaltungen. Am besten schaut man, dass das Ganze zusammenschrumpft auf nur einen Widerstand, ja, dann handle ich mich zurück und dann weiß ich eigentlich alle Ströme und Spannungen, die da drinnen so vorkommen. Okay. Machen wir ein komplizierteres Beispiel auch noch. Ein komplizierteres Beispiel machen wir. Holen wir unseren zweiten Zettel.
Und das kompliziertere Beispiel soll halt so ausschauen. Pass auf. Wieder eine reale Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand. Und dann habe ich da draußen aber nicht einen Widerstand, sondern ich habe deren zwei. Diese zwei sind parallel geschaltet. So schaut das jetzt aus für mich. Okay. Ich habe mein RI und nehme wieder, wenn wir so gewohnt sind, mit 2 Ohm. Da habe ich einen R1 und der soll eben, wie groß nehmen wir den? Den nehmen wir 1000 Ohm. Und hier habe ich einen R2 und den nenne ich 2000 Ohm. Ja, so schaut das halt einfach jetzt aus. Und hier habe ich wieder meine Quellenspannung. U0. Die sollen wieder 12 Volt sein. Ja. Und jetzt wollen wir alle möglichen Ströme und Spannungen da drinnen wissen. Ja. Das ist unser Ziel. Schauen wir, zeichnen wir welche ein. Wir nennen das wieder in irgendeine Richtung. Aber uns einige schon sehen, wahrscheinlich, jetzt hat er da wieder eine komische Richtungen eingezeichnet. Was ich jetzt doch beachte ist, dass die Ströme in die gleiche Richtung zeigen. Okay. Jetzt gehen wir es an. Was haben wir da? Die Parallelschalter. Da sollten eigentlich die Spannungen gleich sein, haben wir mal gesagt. Jetzt habe ich es unterschiedlich eingezeichnet. Ah, war schlecht. Jetzt muss ich mich, wenn ich diese Parallelschaltung zusammenziehe, muss ich mich für eine Richtung entscheiden. Das kann ich machen. Und ich entscheide mich für folgende Sache. Diese zwei fasse ich jetzt zusammen, diese zwei Widerstände. Ja. Hier haben wir unseren RI mit 2 Ohm. Ja. Hier ist mein RL, nenne ich dieses Mal den. Ja. Weil dann haben wir wieder eigentlich die gleiche Situation wie zuvor. So, da. Habe ich mein U0. 12 Volt. Ja. Und da jetzt mein Strom I. Eigentlich habe ich meinen Strom II. Ja. Und da habe ich meine Spannung UI. Und jetzt muss ich mich da halt entscheiden. Ja. Ich nenne die Spannung hier einfach UL. Weil jetzt sehe ich ja, dass es eine Serienschaltung ist, jetzt weiß ich, dass der Strom eigentlich eher da so durchrennen muss. Jetzt zeichnen die Spannung in die Richtung ein. Okay. Wir rechnen jetzt RL aus. Wir haben gesagt, bei der Parallelschaltung müssen sich die Kehrwerte gut ergeben. Ja? Das heißt, mein 1 durch RL ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Okay. Das heißt, das ist, daraus folgt, RL ist gleich 1 dividiert durch 1 durch R1 plus 1 durch R2. Und was kommt da raus? 1 dividiert durch 1000stel plus ein 2000stel. Was kommt da raus? Da schneide raus. Zack. 1 dividiert durch 1 durch 1000
plus 1 durch 2666,6 periodisch Ohm. Okay? Also das sind 666,6 periodisch Ohm. Gut. Hätten wir das. Jetzt nehme ich das, fasse das nur mal zusammen, weil jetzt habe ich eine Serienschaltung da. Ja? Jetzt schnorchen wir wieder zusammen auf so eine Schaltung. Jetzt habe ich hier wieder meine Spannungsquelle, hier habe ich mein R und das ist mein RI plus RL und das sind 2 Ohm plus 666,6 periodisch Ohm und das sind 668,6 periodisch Ohm. Hier habe ich meine Quellenspannung. U0, 12 Volt. Da haben wir Spannung U. Da haben wir Strom I. Gleiches mehr wie vorher mit der Masche. Gell? Jetzt hoffe ich, dass es trotzdem schon die meisten sehen. Diese Masche hier, Masche 1, angeschrieben, U0 minus U sind 0 Volt, U gleich U0 gleich 12 Volt. Okay? 12 Volt liegen da, wir haben einen Widerstandswert, also können wir I ausrechnen, I ist gleich U durch R ist gleich 12 Volt dividiert durch 668,6 periodisch Ohm. Ja. Ah, 12 dividiert durch 668,6 wird reichen. Ja. Ist gleich 0,07795 Ampere. Und das sind 17,95 mA. Okay? 17,95 mA. Hier oben, hier rennen 17,95 mA II. Okay? Das ist der gleiche Strom. Da rennt da doch der gleiche. Das heißt, hier rennen auch. Das heißt, wir wissen, hier rennen 17,95 mA. Okay? Und hier auch 17,95 mA. Erinnern da. Damit können wir aber zum Beispiel UI hier ausrechnen, weil UI ist I mal RI und das sind 17,95 mA mal 2 Ohm. Ja. Das sind mal 2, wow, was haben wir jetzt gemacht? 35,89 in diesem Fall. Eigentlich muss ich jetzt 35,9 schreiben. 35,9 mA. Ja, dann haben wir den Rundungsfehler weg. 35, boah, bist deppert. Millivolt. Ja. 35,9 Millivolt. 35,9 Millivolt. Okay? Hätten wir das. 35,9 Millivolt. Um jetzt hier UL auszurechnen, kann ich zwei Arten machen. Entweder wieder I mal RL. Das geht. Oder ich mache hier auch eine Masche. Nur, dass wir das einmal gesehen haben. Masche 2, schreiben wir es an, müssen wir üben. U0 minus UL minus UI ist gleich 0 Volt. Das heißt, UL ist gleich U0 minus UI. Und U0 und UI weiß ich ja, das sind 12 Volt minus
0,0359 Volt, ja, 35,9 Millivolt, ja, 12 minus 0,0359, 11,9641 Volt. Ja, habe ich da. Und jetzt, das UL sagt von diesem Punkt zu diesem Punkt, das heißt von da nach da. Ja. U1 ist also gleich UL und U2 ist minus UL. Ja. Das heißt, mein U1 ist gleich UL ist gleich 11,9641 Volt und U2 ist minus UL, weil es zeigt ja genau in die verkehrte Richtung, ja, ist minus 11,9641 Volt. Okay. Geht. Jetzt wissen wir U1 und U2. Ja. Jetzt können wir zum Beispiel I1 ausrechnen. Ja. I1 ist gleich U1 durch R1. Sind wir da oben schon, gell? Und das sind eben diese 11,9641 Volt dividiert durch 1000 Ohm. Ja? Und das sind 11,9641 Milliampere. Hm? 11,96 Milliampere. 11,96 mA, 9641 mA, erinnern da. Ja. Wie komme ich auf das I2? Kann ich ganz genauso machen. U2 dividiert durch R2, also minus 11,9 dividiert durch 2000 dann, ja, kommt minus irgendwas außer. Ja. Das heißt, der Strom rennt ebenfalls in die Richtung. Oder, zweite Variante, ich verwende hier diesen Knoten und schauen wir den an. K. Wenn ich mir die Knoten anschaue, ja, was rennt denn leicht hinein in den Knoten? Das ist das II und das I2 rennt ebenfalls hinein. Und das muss das sein, was hinauskommt, das ist I1. Das heißt, mein I2 ist II, das rüber, I1 minus II. Das habe ich nicht hingeschrieben. Hat das gesehen? Nein. Das heißt I2. I1 sind 11,9641 mA und das II minus 17,95 mA. Und was kommt da raus? Minus 17,95 minus 5,9859 mA. Das heißt, auch hier kommt minus raus. Ja? Minus 5,9859 mA. Das heißt, auch wenn wir nur die Knotenregel anwenden und nicht einfach die negative Spannung hier einsetzen ins Ohmsche Gesetz, kommen wir auf genau das gleiche Ergebnis. Das passt also alles zusammen. So kann man solche Beispiele lösen. Schauen, dass dieses Widerstandsnetzwerk zusammenschrumpelt auf einen Widerstand und nachher rechnet ihr dort Strom und Spannung aus. Das geht dann ganz einfach, wie wir gesehen haben. Und dann bewege ich mich retour und teile diese Ströme und Spannungen entsprechend den Serien- und Parallelschaltungen in meiner Schaltung auf. Das ist, man, wenn man das ein paar Mal übt, dann ist das Schema F. Ja? Das funktioniert eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ja? Das ist eigentlich auch schon alles, was wir über die einfachen Schaltungen machen werden. Es gibt nachher noch mehr, was ist, wenn mehr Quellen drin sind und so weiter. Aber das ist zu kompliziert für uns. Für uns ist jetzt einmal wichtig, dass wir solche Widerstandsnetzwerke berechnen können. Da ist eine Quelle drin, das passt dann schon.
Okay. Ja. Dann danke ich einmal für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.